Ab in die USA. Dort ist die nächste Etappe auf unserer Reise zu den leckersten Gerichten der Welt. Im Mittelpunkt stehen deutsche Klassiker made in USA. Chefkoch Achim futtert sich durch den Teil von Texas, in dem deutsche Küche Tradition hat. Da kiekste. Heute ist unser Chefkoch Achim Müller in Texas unterwegs. Hier soll es das angeblich beste German Food außerhalb Deutschlands geben. Ich bin ein Berliner. Tatsache. Hier gibt es Krapfen, Buletten und Currywurst. Aber wie lecker sind die deutschen Exportschlager? Dafür muss sich der Berliner Koch einmal quer durch die nordamerikanische Prärie futtern. Wie früher. Echt, wie früher. Die ersten deutschen Siedler kamen per Schiff aus Europa. Unweit der texanischen Küste gründeten sie den Ort Fredericksburg. Eines der ältesten Restaurants eröffnete Mark Wieser, ein Einwanderer aus Hannover. Im Peach House wird nach wie vor deutsch gekocht. Da muss Achim sofort hin. Peach House, hier ist mal ganz interessant, das war eine Kochschule, eine deutsche Kochschule, wo sie den Leuten deutsch kochen beibringen. Auf die deutschen Spezialitäten bin ich ja schon mal gespannt. Dich kenne ich doch irgendwo her. Ja, ich freue mich schon drauf. Sprechen Sie Deutsch? Achim ist gespannt. Pull heißt übrigens ziehen. So. Hallo, Tag schön. Hello, welcome to Das Peach House. Ah, sehr schön. Ich habe draußen gelesen, ihr habt eine Kochschule hier. Das interessiert mich ja mal, eine amerikanische Kochschule, die deutsches Essen verkauft. Möchte ich mal gerne was von wissen. Das Ganze hier hat ein deutscher Einwanderer gegründet. Wunderbar. Ui, schöne Kochschule. Hier kocht unser Chefkoch Steve Summers. Ja, das sieht man das. Achim, wie viel Deutsche steckt in dem, was du den Leuten beibringst? Wir bereiten viele deutsche Gerichte zu. Was ich heute koche, nennen wir in Texas Chicken Fried Steak. Das ist eine Art Schnitzel. Zeig mir den Schnitzel und ich sag dir, wie viel Deutsches in diesem Schnitzel steckt. Also, mach mal Schnitzel. Chefkoch Steve Summers nimmt Rind. Original wäre natürlich Kalb. So, Mehl ist klar. Was ist da drin? What's that? Das sind Brotbrösel. Mehl, Salz, Pfeffer und etwas kreolische Gewürze. Dann Eier, Buttermilch. Aha. Und dunkles Bockbier. Na, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Richtig wäre erst Mehl, dann Ei, dann Brösel und keine Buttermilch. Aber wer weiß. Zweimal drehen. One more time. Ja! Yeah. Nochmal darin? Ja, zweimal in Mehl. Komm mal hervor, wie im Osten haben wir das auch gemacht, da das Schnitzel ein bisschen dicker war. Statt Pommes gibt es frittiertes Okra-Gemüse. Zumindest backt der Texas-Koch das Schnitzel in heißem Öl aus. Aber warum heißt das Gericht Chicken Fried? Achim ist verwirrt. Eigentlich heißt das Ding hier Chicken, ist aber kein Chicken. Ist Rind, aber es sieht aus wie eine riesengroße Chicken. Chicken Hähnchenbrust. Und deswegen wird es halt Chicken genannt. Doch nicht nur das Aussehen gab dem Gericht seinen Namen. In der Panade sind Hühnereier drin. Chicken Fried ist nichts anderes als Wiener Art. Jetzt wird es richtig skurril. Auf das Schnitzel kommt eine Soße aus Mehlschwitze und Sahne. Oh Gott, wenn mein Lehrmeister gesehen hätte, war, dass er auf panierte Speisen Soße macht, der hätte mich genommen, hätte mich so aus der Küche getragen. In der Kombination hätte ich es nie gegessen, in der Machweise hätte ich es nie gegessen. Ich hätte nicht mal gewusst, was ich da bestellt habe, wenn ich es gekriegt hätte. So, und jetzt nehme ich mir erstmal ein Stück hier von der Seite, wo keine Soße drauf ist. So. Das ist gut. Das ist ja sehr gut. Aber mit der Soße, Kinders. Die meisten Deutschen kamen nach Amerika um 1840 herum. Ja, ja, ja. Die Zubereitung der Gerichte, die hat sich in den knapp 200 Jahren stark verändert. Wir nennen es zwar immer noch deutsches Essen, aber du erkennst die Rezepte wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Wohl wahr. Chicken Fried Steak ertränkt in Sahnesoße. Da steckt eindeutig mehr Texas drin als Good Old Germany.
hier die Kochschule in Peaches, die ja deutsche Küche vermitteln soll oder so, mit dem eigenen Schnitzel gemacht. Na, die einzigen zwei Sachen, die original waren, waren das Mehl und das Eil. Und der Rest war der Style. Ja, nicht schlecht, aber so ein originales Schnitzel. Wie viele Deutsche kamen überhaupt nach Texas? Eine Dame will Achim aufklären. Guten Tag. Guten Tag. Sehr schön. Sie sind Emily Meinheimer? Ja. Sehr schön. Und ja. Sie können mir was über die Geschichte von diesem Ort erzählen, ja? Ja. Evelyn ist Direktorin des Deutschen Pioniermuseums. Die Deutsch-Texanerin zeigt Achim das allererste Siedlerhaus von Ottfried Hans Freiherr von Meusebach, der vor 180 Jahren aus Thüringen einwanderte. Wie viele Deutsche sind denn letztendlich jetzt gekommen? 1200 hier. Na, das ist schon ordentlich. 1200 ist schon ordentlich. 50.000 Deutsche strömten in den Folgejahren nach Texas. Vielen herzlichen Dank, junge Frau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay. Bis heute sind deutsche Einwanderer in Fredericksburg willkommen. Deutsche Bäckerei, das muss ich mir ankicken. Die Old German Bakery ist gut besucht. Die Gäste kommen hierher wegen des Apfelstrudels und anderer deutscher Spezialitäten. Tag, schön, hallo. Wie geht's? Na, du, ja, mir geht's gut. Du bist bestimmt der Chef hier, stimmt's? Ja, das ist richtig. Und ich komme aus Berlin und wir Nein. haben Berliner Streuselschnecke. Nein! Ja, doch. Nein! Und das in Friedrichsburg, ich werd wahnsinnig. Ja. Okay, möchtest du eine probieren? Na klar. Okay. Oh, die ist warm übrigens, die ist warm gemacht worden. Verdammt. Okay. Verdammt, jetzt, pass auf jetzt. Okay, wow. Na, ich sag mal so ein bisschen süßer, aber ansonsten eine super Streuselschnecke. Lutz Henschel ist vor über 20 Jahren nach Texas eingewandert. Der gelernte Koch und Bäcker müsste doch wissen, wie deutsche Küche geht. Zum Beispiel Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Also soll ich sagen, es schmeckt wie zu Hause. Was Achim sofort auffällt, in Texas ist wohl alles etwas größer als daheim. Das ist mal ein Ofen. Ja. Hier sind Rohlinge für? Eclair. Zeig mir deine Eclair, ich sag dir, ob du ein Bäcker bist. Machst du schön Vanillepudding drin? Ja, ja, ja. Schokolade oben rüber? Ja. Komm her. Die Füllung reicht für eine ganze Mahlzeit. In Texas haben die Menschen wohl einen Riesenhunger. Wirt Lutz backt und kocht nach Originalrezepten aus Deutschland, allerdings im XXL-Format. So, hier hast du dein Eclair, oh, Liebesknochen. Ja. Mindestens doppelt so groß wie zu Hause. Und geschmacklich? Wie früher. Schön Vanillepudding drin. Und im Mund sieht bestimmt auch aus wie früher, wa? Ja. Ein weiteres Lieblingsgericht von Achim? Würstchen im Schlafrock. Na, verrückter geht's ja eigentlich schon nicht mehr. Deutsche Spezialitäten sind nicht nur bei deutschen Einwanderern und ihren Nachkommen heiß begehrt. Ganz Texas liebt German Food. Jedes Restaurant hat eine Kinderspeisekarte und selbst du denkst, du kriegst so wenig. Das sind große Portionen, ja. Das ist eine Roulade, das wird eine Roulade. Eine Roulade? Ja. Das sind 500 Gramm Fleisch. Ja, ja. Na, die würde ich ganz gerne mal sehen, wie die gemacht wird. Durch den speziellen Wolf ziehen. Das Fleisch ist jetzt wie weich geklopft. Mit Senf bestreichen, ganze Salatgurke und Bacon dazu einrollen. Super. Hier ist alles größer, muss man dazu sagen. Hier ist wirklich alles größer. Ja. Von der Folie angefangen über die Kühlhäuser. Alles. Die Roulade ist auch eine Nummer größer. Ne? Anbraten und eine Stunde mit wenig Wasser garen. Dazu gekochte Kartoffeln oder Püree als Beilage. Ihr braucht da kein Messer hinlegen. Wie es schmeckt, können wir an Achims Gesicht ablesen. Gut. Ey, saugeil. Ist ja Wahnsinn.
Sag mal, das ist ja Joike härter als das Fleisch. Wie denn bitte? Ich könnte es nicht besser machen. Das Fleisch ist super, es ist saftig. Selbst die Bratkartoffeln als abgewandelte Beilage dazu passen wie die Faust aufs Ohr. Also, Alter, ihr habt was drauf. Zur deutschen Esskultur gehört ein schönes, kaltes Bier vom Fass. Wirt Lutz empfiehlt die Brauerei Althaus am Stadtrand von Fredericksburg. Deutsches Bier? Naja, wer auswandert, will natürlich auch sein Bier denn hier haben, wa? Mal kicken, ob sie das hingekriegt haben. Ob sie überhaupt dieselben Produkte haben. Wisst ihr nicht. Ist doch auch das Wasser anders, oder? Wie halten es die Texas-Bierbrauer mit dem deutschen Reinheitsgebot? Willkommen bei Altstadt. Kann man sich das mal ankicken? Ja, also so? Logisch, komm rein. Der Altstadtbesitzer hat aus München den Bierbrauer Peter Köstler nach Texas gelockt. Wir haben drei Biere jetzt im Laden. Mhm. Das ist ein Lager Münchner, nach einem Münchner Helden gemacht. Ein Kölsch. Und wir dürfen es auch Kölsch nennen, weil wir sind nicht in Deutschland. Und demnach können wir es ein Kölsch nennen. Und wir haben ein Düsseldorfer Alt. Hier wird tatsächlich nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. Sonst nichts. Direkt aus dem Lagertank darf Achim eine Kostprobe von einem sogenannten Zwickel machen. Schmeckt natürlich anders, schmeckt ein bisschen süßlicher. Ja, auf jeden Fall, weil es nämlich eben ganz fertig ist. In Deutschland beansprucht beinahe jede Großstadt für sich, das einzig wahre Bier zu brauen. Hier will sich der Wirt nicht festlegen. Er bietet eine Auswahl an Originalsorten für jeden Geschmack an. Ah, der Pilz schmeckt mir gut. Dazu Würste und Sauerkraut. So viel deutsche Esskultur hat Achim in Texas nicht erwartet. Vielen Dank. Alles klar. Und brau weiter so. Ja, jederzeit. Du kommst dort nur mal vorbei, wenn du wieder durch hast. Ja, Mann. Die 9000 Kilometer mal ums Eck für ein Bier. Wie sieht es im Zentrum von Fredericksburg aus? So ein Quatsch gefällt mir. Das finde ich gut. Jedes zweite Schild ist auf Deutsch geschrieben. Alles nur Kulisse, wie im Freizeitpark? Achim macht den Test und fragt einfach auf Deutsch nach. Verstehen die Leute ihn hier? Wie viele Leute hier sprechen noch Deutsch? Also gibt es auch mal irgendwie so einen Tag, wo ihr euch alle trefft? Es gibt Kaffeeklatsch, die ältere Kaffeeklatsch. Ja. Hast du den Eindruck, dass die deutsche Sprache hier langsam ausstirbt? Oder wird es das immer weitergeben, aber halt weniger? Weiter. Texas Plattdeutsch. Außerhalb von Fredericksburg liegt Luckenbach, ein Treffpunkt für Deutsch-Texaner. Hier vergessen sie den Alltag. Beim Kaffeeklatsch oder einem Bier schwärmen sie von der guten alten Zeit. Hallo. Hallo. Ein Bier. Kann ich mich hier hinsetzen? Ja, sicher. Oh, das ist aber schön. Sie sprechen ja Deutsch. Ja, ich spreche auch Deutsch. Prost. Prost. Na, das gefällt mir ja gut. Das ist ein Uri-Alan hier, wa? Ja. Also toll. Und wie sind Sie hierher gekommen? Meine Familie. Ja? 1846. 1846, Ureinwanderer sozusagen. Ja, das ist von meinem Großvater. Hä? Das ist schön. Die gute alte Bratwurst darf hier nicht fehlen. Guten Tag. Ich hätte gerne ein Bratwurst-Sandwich. Ein Brat? Ja. Sauerkraut? Ja, einmal. Und eine Gurke. Eingelegt in Essig und Salz, wie zu Hause in Berlin. Gurke aus dem Glas ist lecker. Ja. Schmeckt auch gut. Die Frau hat Geschmack. Okay, jetzt lasse ich das mal ganz gut schmecken. Das mache ich, meine Kleine, ja? Hier ist auch Mostern, was gemostert haben. Mostrig, na klar. Du, und eine Wurst ohne Mostrig geht ja nicht. Ja. Da bedanke ich mich mal recht herzlich, ja? Ja. Tschüss, meine Kleine. Ja. Tschüss. Jetzt in die Dancehalle. Jetzt in die Dancehalle, genau. Jetzt hier drin. Die Siedler sprechen einen seltsamen Jargon. Eine Mischung aus Deutsch und einem amerikanischen Slang. Den Tanz haben sie wohl erst in Texas entwickelt. Ist lecker. Das Sauerkraut schmeckt gut. Das Brötchen ist lecker. Die Wurstverkäuferin bittet zum Tanz. Da
kann Achim nicht widerstehen. Ein Hauch von Wildwest liegt in der Luft. Eine weitere deutsche Gemeinde ist 100 Kilometer von Fredericksburg entfernt, New Braunfels. Ein Muss für Achims Suche nach deutschen Traditionen. Der Berliner hat einen Termin in der ältesten Bäckerei von Texas, gegründet von einem Deutschen vor über 150 Jahren. Hello, hallo, tag schön. Der Nachfahre des ersten Bäckers von Texas, Hans Nägeli, bietet Lebkuchen, Strudel und Quarktaschen an. Jetzt sehe ich was, das gefällt mir richtig schön. Alles nach Originalrezept gebacken. Und jetzt, ich bin ein Berliner. Lecker. Das ist ein ganz leckerer Berliner, ist das doch. In Krauses Café soll es sogar echte Berliner Buletten geben. Auf Achim wartet ein gewisser Herr Benno Engel. Sie, hallo, Tag Achim. Guten Morgen. Ich heiße Achim. Willkommen in die Braunfels, willkommen bei Krauses Café. Jetzt würde ich ganz gerne mal kicken wollen, wie original wird hier gekocht. Das wollen wir mal sehen. Bei Berliner Spezialitäten ist Achim besonders pingelig. Schließlich sind es seine Leibgerichte. Wie zwei Brüder sehen wir aus. Ja. Wie geht deutsch-texanischer Kartoffelsalat? Wir nehmen Wasser. So, take, water. Water. Wasser drin. A little apple cider vinegar. Apfelessig, some onions, etwas Zwiebeln, stock, Brühpaste vom Huhn und Dijon-Senf. Und dann kochen wir das Ganze. Gekochte Kartoffeln mit Schale in Scheiben schneiden, gebratenen Speck, Essiggurken, süßen Senf und Petersilie dazu. Das Ganze gut vermengen und mit gekochter Brühe aufgießen. Wir lassen es einen Tag ruhen und dann wird es so. Achims strenges Urteil. Passt. Also mir ein Ticken zu sauer, aber das ist ja so eine Geschmackssache. Jetzt will Achim zeigen, wie er den Berliner Kartoffelsalat macht. Geschälte Kartoffeln in Ecken schneiden. Jetzt kommt dran Gurke. Aha. Und mehr Zwiebeln als bei seinem Kollegen. Apfelessig, Salz und Pflanzenöl. Alles vermengen und mit Petersilie bestreuen. So. Over there und dann finish. Right in the end. German Style, Texas Style. Und jetzt die Reifeprüfung. Die Berliner Bulette. Dann zeig mir doch mal, was alles in dein Meatball, also sprich Bulette, kommt. Also, das kann ich sehen. Sind Zwiebeln? Ja, you got some onion, ja, here. Dazu some Petersilie, yeah. Semmelbrösel, Salz, salt, Pfeffer, Eier, pepper, Eggs, Majoran und, Schweinehack. Some ground pork. Wie gut kann Chefkoch Jeremy, ein gebürtiger Mexikaner, eine Berliner Bulette? Das Schwein ist jetzt mal richtig, dass es kein Mischhack ist, sondern dass es Schwein ist. Bisschen hoher Fettgehalt und ich würde sagen, bisschen fein gewolft. In Texas ist alles groß, also gibt's große Bälle. Nee, doch. 300 Gramm pro Bulette. 3 Minuten auf jeder Seite anbraten und ab in den Ofen. Jetzt haben wir uns angeguckt, wie Jeremy sein Meatball macht, wa? Wir machen jetzt Bulette, so wie ich die kenne, ohne Schnick und ohne Schnack. Und so, dass sie am Oberfesten schmeckt. Grob geschnittene Zwiebeln rein, 4-mal so viele Eier und wesentlich mehr Semmelbrösel als bei Jeremy. Die Zwiebel so immer ein bisschen größer machen, damit die nachher noch Feuchtigkeit an die Bulette abgeben kann, weil das Semmelmehl zieht Feuchtigkeit raus, die Zwiebel gibt Feuchtigkeit rein. Und dann bleibt die schön locker und fluffig. So. So? No? No. Come on, bigger. So. Nix bigger. Machen wir Burger oder Buletten? Meatballs. Ja. 8 Minuten von beiden Seiten anbraten und kurz ziehen lassen. Wie groß sind die Unterschiede im Geschmack? Jeremy probiert die Berliner Bulette und Achim den Meatball. Auch schön locker und Prost. Great.
Good, yeah. Very good. Schmeckt gut. Kann man machen. Very good. Sehr gut. Leicht. Zwar viel mehr Zwiebeln, aber ich liebe es. Also die texanische Variante ist der deutschen unheimlich nah dran, ne? Also ähnlich. Ja, was soll ich sagen, schmeckt fast wie meine. Touristen aus ganz Texas kommen gerne nach Fredericksburg und New Braunfels wegen des leckeren Essens. Wer Deutsch spricht, darf in Krauses Café Platz am Stammtisch nehmen und good old German Food kosten. Selbst die Gastfreundschaft ist hier so überdimensioniert, dass irgendwann dieser Tisch für das ganze Essen nicht mehr ausreichen wird. Und die Qualität ist einfach top. In Texas hat Achim viele originaldeutsche Gerichte gefunden. Und größere Portionen seiner Leibgerichte sind für den Berliner einfach nur great.